jucken! Ja, es juckt so sehr! Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Wie könnte er Valerio sowas antun? Unmöglich. Ja, wo waren sie denn eben gerade? Ich meine. Kann nicht Rurik sein. Das haben sie auch gesehen. Bin ich verrückt? Bin ich völlig wahnsinnig? Streichhölzer. Gel. Okay, wir waren hier. Wir können doch nach oben gehen. Können wir hier irgendwas öffnen? Yep, hier drüben. Endlich eine Spritze bekommen. Munition. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Munition kann ich gerade wirklich am meisten gebrauchen. Denn meine Vorräte sind gerade gar nicht so gut bedient. Hier ist noch ein Bolzen. Ein Blendbolzen. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Okay, warte, warte, warte. Bevor wir hier rausgehen, alter Mann. Habe ich dich eben gerade umgetreten? Tut mir leid. Ich bin sehr temperamentvoll. Ah, verdammt. Da sind sie. Sie kommen. Das Zielen ist die Hölle hier drin. Das nehme ich gerne mit. Hier können wir uns verstecken, das will ich nicht. Ist es vorbei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir nehmen uns hier drüben noch das Streichholz mit und die Munition. Na, Moment, das Streichholz war hier drin. Auf der Seite. Und jetzt noch die Munition. Die Munition, die Munition. Wir hatten hier noch ein bisschen Munition, soweit ich weiß. Die wir gerne mitnehmen können. Oh, wo war die? Wo war die? Ja, alter Mann, wer schläft, verliert. Die war hier drin. So, jede Kugel hier ist wirklich verdammt wichtig, wie man sieht. Und dann hatten wir noch auf dem anderen Ding Munition. Komm schon, aus dem Weg. Lass mal hierhin noch. Eine Vogelscheuche. Tja. Raben sind hier das letzte Problem. Lassen Sie mich nicht zurück. Beeilung, Doc. Noch schnell hier drüben hin. Wegen der Munition. Was genau wird hier gespielt? Jetzt mal ganz ehrlich. Sind wir in einer Traumwelt? Sind wir Einbildung? Einbildung des Jungen? Sowas wie ein guter Geist? Er hat sich irgendwie einen Beschützer zusammengesponnen? Unbegreiflich. Das kann alles nicht sein. Sowas wäre doch möglich, dass wir wirklich die Einbildung des Jungen sind. Warte, hier kommen wir nicht rum, oder? Moment, hier geht's hoch ins Haus. In dem Haus waren wir ja drin. Hier drüben ist ein Lagerfeuer. Oh, verflucht, verflucht, verflucht! Okay, sind sie in Ordnung?
Hey, 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 Moment! Stehen bleiben! Stehen bleiben. Was war das? Was war das eben gerade? 1000! Wieder ein Geist. Und der hat keinen Schädel mehr. Gut, den hier müssen wir nicht anzünden. Menschen werden hier verbrannt. Wieder ein Schweinchen. Ich mag die Schweinchen nicht. Ich würde gerne mal so ein Ding hier anzünden. Aus Neugier. Was war denn das hier eben gerade? Ach, treten. Wir können das dann treten, wenn es brennt. Ah. Aber irgendwas bekommen? Nee. Schade. Hätte ja sein können, dass irgendwas im Heu drin ist. Nun gut. Nun gut. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Keine Ahnung, der Ort ist nämlich verdammt unheimlich. Ich meine, hier ist alles ein Problem. Aber der lockt uns. Munition wieder. Wo ist der Junge hin? Der lockt uns doch irgendwo hin. Das kommt mir alles sehr, sehr merkwürdig vor. Natürlich, runter in den Keller. Er ist da runter. Warum nach unten, Junge? Da muss man wirklich Eier haben, um da unten reinzugehen. Und es wird bunt. Junge. Fotos. Jede Menge Bücher, Bilder. Ein alter Mann, der mir im Weg rumsteht. Hilfe. Leslie, Hilfe. Dem Himmel Hilfe. Sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Doc, ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige ja. dich. Aber was? Whoa, what? Was zur... Etwas Schreckliches. Scheiße, was war das? Bleib ruhig. Man kann's nicht sehen. Nein. Nein. Du musst keine Angst haben. Ja, aber ich. Ich hab Angst. Unsichtbare Gegner sind... Kacke. Unheimlich. Unheimlich. Oh, verflucht. Nein, bleib genau hier. Immer noch am Leben. Immer noch am Leben. Hier ist was. Beruhige dich. Wie soll ich den besiegen? Oh, endlich. Endlich. 1000. Ist es vorbei? Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Der weiß doch was. Hm. Der weiß doch was. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ja, ich bin beinahe tot. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Na, wenigstens bekommen wir Gel. Moment, Moment, Moment. Heilung. Eine. Die Treppe ist weg.
Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren? Verstand verloren? Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Nicht hinterher bedeutet hinterher, oder? Okay, Moment. Wo komme ich hier hin? Wirklich jetzt? Eine Patrone. So ein Koffer und eine Patrone. Das ist ein Scherz, oder? Warte mal. Was zur... Doktor? Leslie? Was zum... Fuck. Was zur... What? Okay, andere Richtung. Was geht hier vor? Jetzt mal ganz im Ernst. Scheiße, Mann, wo bin ich hier gelandet? Wo zum Geier bin ich hier gelandet? Und warum ist mein Hemd immer noch weiß? Ich meine Blutflecken. Hallo? Oh, verdammt, 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 verdammt. Was war das? Eine Falle. Noch eine Falle irgendwo. Ich kann nicht schleichen. Ach, hier drüben. Kann ich sie deaktivieren? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, warte mal. Hier ist ein Hebel. Ah, besser. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Gut, schauen wir mal. Irgendwas muss es hier noch geben. Hier drin muss es wirklich verdammt stinken. Unerträglich. Wo bin ich? Wo bin ich hier nur gelandet? Aber wenigstens habe ich Gel. Krank. Ah ja. Öl. Warte mal, Öl. Was bringt es, wenn ich diese Dinger hier rufe? Kommen wir hier raus? Ein Schockbolzen. So viele Bolzen. So unendlich viele Bolzen. Und was genau machst du hier? Benzin? Und noch so ein Ding? Ah, wieder eine Falle. Sehr viele Fallen. Kann ich hier rüberspringen? Nein, ich kann nur nach unten fallen. Okay, jede Menge Fallen. Jede Menge Fallen. Warte mal, hier drüben war noch eine Tür, oder? Ja, hier ist noch eine Tür. Wenn es hier so viele Fallen gibt, dann muss irgendwas Großes kommen. Denn diese Fallen hier sind nicht für mich.
Die sind eher für meine Feinde. Jetzt ist nur die Frage, wie hole ich meine Feinde? Immer wieder den Hebel bedienen, dass immer wieder neue kommen und irgendwann kommt irgendwas ganz Schlimmes, Großes. Oh, oh, oh. Warte mal, hier kann ich doch unten durch, oder? Boah, ich will es gar nicht riskieren. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da unten durch kann. Wir betätigen hier nochmal den Hebel. Also, der Hebel. Ein Schlüssel. Okay, es könnte sein, dass wir hier so eine Art Fütterung betreiben. Wir holen immer wieder neue Leichen. Und irgendwann kommt jemand und frisst alles. Aber den hier nehmen wir mal mit. Nicht, dass ich am Ende den hier gar nicht mehr holen kann. Das wäre natürlich eher weniger gut. Noch eine Leiter hier drüben. So viele Sachen zum Ausweichen. Da muss irgendwas Riesiges kommen. Da muss irgendwas ganz, ganz Abartiges, Großes und Schlimmes kommen. Keine Leichen mehr. Okay, so komme ich durch. Was war das? Was war das? Was war das? Alles klar. Alles klar. Alles verflucht nochmal klar. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Komm schon, komm schon, komm zu Daddy. Alles klar, wo gehen wir hin? Boah, die können sogar klettern. Aber sie haben Angst vor dem Feuer. Noch einer weniger. Alles klar, komme ich hier rüber? Yes, das geht. Irgendwas sehe ich hier drüben. Munition. Munition ist gut. Munition ist gut. Und wir gehen hier hin. Nein, 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 ich will springen. Ich will klettern, 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 klettern. Okay, warte mal, ich brauche hier noch einen guten Bolzen. Boah, es ruckelt, es ruckelt. Gar nicht gut. Yes, 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 yes. Und brenn in der Hölle. Kommen den anderen auch noch. Hui. Ganz gut gelöst. Wirklich ganz gut gelöst. Nochmal hier ein bisschen Munition. Moment. Den einen. Die Harpune da hinten hole ich mir noch. Dass wir die nicht immer wieder verwenden können, die Standarddinger hier. Ist ja eine Harpune. Normalerweise müsste ich die ja wieder einsammeln können, wenn ich sie einmal zerstöre. Zerstöre. Abfeuer meine ich. Und nicht zerstören. So rum. Kontrollpunkt. Ja, ganz normal. Die Wände bluten. Kennt man. Man nennt es auch das Shining-Syndrom. Die Tür ist zu.